Hallo, wer bist du und was lehrst du? Mein Name ist Nicole Simon und wir werden einen Praxistag Facebook machen, wo man lernen kann, wie man das bedient, was es mit Facebook Pages auf sich hat, Places, Check-in, Werbung auf Facebook und wie man das auch in die eigenen Seiten einbinden kann. Also Projekte eben nicht nur auf Facebook, sondern auch mit Facebook bekannt machen, was man alles nicht machen darf, damit einem die Seiten zum Beispiel nicht gesperrt werden oder die Accounts. Das alles schön in einem Tag verpackt, 8 Stunden. Dann kann man hinterher rausgehen und sagen, jetzt weiß ich, was ich mit Facebook machen kann. Also wenn der Kurs genauso knackig ist wie die Antwort, dann kann es ja nur gut werden. Ein Facebook-Rundumschlag sozusagen. Mhm. Wer ist denn so ein bisschen die Zielgruppe von dem Ganzen? Hier sind es speziell Leute, die nachher das vielleicht auch anwenden wollen, aber auch genauso Leute, die vielleicht, ich sag mal, man muss es selber können, um es machen zu können oder um es beauftragen zu können. Es werden die Grundlagen geschaffen, dass man mal einmal durchgehen kann, einmal alles gesehen hat, um hinterher dann entscheiden zu können, okay, habe ich mir angehört und das will ich machen, das will ich nicht machen oder da müssen wir vielleicht nochmal drüber nachdenken, das zu verwenden. Also schon, man sollte erste Erfahrungen mitbringen, man sollte also nicht nur wissen, wie man Facebook schreibt, sondern vielleicht schon mal auch einen Account haben, dass man mal reingeguckt hat. Also wir fangen nicht ganz bei null an und wir erklären auch nicht, was Social Media ist, sondern wir werden sagen, hier, wenn jetzt das deine Webseite oder dein Blog wäre, da willst du so einen Button einfügen, da erklären wir nicht, was ein Blog ist, sondern setzen dann halt oben drauf. Du gibst ja noch einen zweiten Kurs zum Thema Social Media, das heißt, da werden wahrscheinlich eher so ein bisschen Grundlagen gelegt und dann sozusagen mit Fokus Facebook wird vertieft. Genau, und hier ist dann sehr speziell Facebook, weil das ja auch sehr angesagt ist und die Leute da alle reinstürmen. Jeder zweite deutsche Internetnutzer ist inzwischen auf Facebook, das wird dann ja auch noch eine ganze Ecke mehr. Und da sollte man halt eben nutzen, weil es ist ganz egal, ob ich das mag oder nicht. Die Kunden sind alle da und das sollte man mitspielen. Und jetzt ist noch die Chance, einfacher einzusteigen, ohne die riesigen Kosten zu haben. Und es geht auch nicht darum, dass man immer riesige Anwendungen haben muss oder große Aktionen auf Facebook. Manchmal sind schon die kleinen Sachen, die mehr als genug sind, so wie zum Beispiel die Gründerszene das auch macht. Auch das ist schon sehr wirkungsvoll und das einfach mal kennenzulernen. Gut, wir haben auch noch Lernbedarf. Glaube ich, wir werden da selber mal buchen bei dir. Auch weil ich dich kenne, wenn wir buchen. Sag doch mal allen, die dich noch nicht kennen, was du eigentlich bisher gemacht hast. Ich bin unter anderem Autorin des Twitter-Buchs, aber ich kann auch Facebook tatsächlich und ich unterrichte schon lange Jahre, wie man diese Werkzeuge pragmatisch und sinnvoll einsetzt und arbeite dann natürlich auch mit Kunden zusammen, die mich dann vor allen Dingen auch eine Expertise von außen haben zu wollen, dass man eben durchgeht und sagt, okay, das kann man machen, das kann man nicht machen und das ist genau das, was wir hier auch vermitteln wollen, das Praxiswissen, die Erfahrung und wer also Fragen und seine eigenen Sachen mitbringt, ist auch sehr gerne willkommen. Wir werden es am Beispiel machen, damit man einfach mehr durchmachen kann, damit auch alle den Lerneffekt draus haben, aber am Ende des Tages sollte dann hoffentlich jeder rausgehen und sagen, yeah, jetzt wollen wir auch auf Facebook, aber dann auch wissen, warum. Da bleibt nichts mehr hinzuzufügen. Wer Bock hat auf 8 Stunden Gewalt Facebook, bucht Nicole, gute Laune und viel Wissen, würde ich sagen, und Punkt. Sehr schön, herzlichen Dank und ich freue mich dann.